Es war sehr aufschlussreich, sehr lehrreich. Ich habe vieles mitbekommen und habe auch gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben. Ja, und das ist nicht nur meine, sondern auch Ihre Sicht. Der Mensch ist schon ein sehr, sehr schwierige Spezies. Genauer vielleicht? Ich glaube, Sie können sich einen Reim drauf machen. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir, wenn wir miteinander reden, immer eine gewisse Ebene haben müssen und die nie unterschritten werden darf. Sie denken, ja, der Quatsch setzt sich hier immer hin und ist hier Moralapostel. Das ist nicht so. Ich bin so. Ich bin so als Mensch. Ich bin so erzogen worden. Und ich habe immer gesagt, so wie ich jemanden behandeln möchte, möchte ich auch behandelt werden. Und wir müssen einfach mal lernen, dass unsere Welt besser werden muss. Man kann kritisch sein, das ist okay. Aber alles muss ein gewisses Niveau haben. Und da beziehe ich nicht nur mich ein, sondern es gibt noch genug andere Trainer, die in derselben Situation waren und auch Spieler oder auch wer auch immer. Und nicht nur wir beide, das ist im normalen Leben auch so. Im Privatleben gibt es es auch oder im Freundeskreis. Darum geht's. Wir müssen einfach mal den Mitmenschen sehen, mehr Empathie an den Tag bringen. Es ist so, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich Ihnen jetzt eine kleben würde, ja, dann hätten Sie kurzzeitig Schmerzen und es würde vorübergehen. Aber wissen Sie, was das Schlimme ist? Die Seele. Ja, deswegen gibt es ja in der heutigen Zeit so viel Depressionen, so viel Krankheiten. Ja, das tut viel mehr weh. Das geht nicht weg. Und da müssen wir hinkommen, dass wir einfach ja, den Menschen mehr sehen. Und nicht immer nur drüber fahren und draufhauen und noch mehr und noch mehr. Es gab genug Fälle. Und wir müssen nicht die Vergangenheit herausholen. Ja? Es gab mal einen Fall, da haben wir alle gesagt, oh, das darf nicht mehr passieren. Es hat keine 2 Wochen gedauert. Und es ist wieder alles gleich. Das vergessen wir zu schnell.